Was geht ab, meine Z-Fighter, oder ihr? Und heute auf der japanischen Version von Dokkan Metal, denn heute machen wir das neueste Dokkan Event von unserem Boy AGN Metal Cooler. Aber wir werden da auf ein Duo speziell Wert legen oder ein Auge werfen. Das werden wir gleich sehen. Lasst uns aber, bevor wir das machen, mal die ganzen Informationen und Details zum Dokkan Event selbst ansehen. Wir haben, wie gesagt, das neueste Dokkan Event von unserem Boy AGN Metal Cooler mit neuen Awakening Medaillen. Auf sie hat Droppin die Medaillen zwischen 3 und 6 Mal und auf Super 2 7 Mal. AGN Metal Cooler hat folgende Bedingungen, beziehungsweise gibt es ein folgendes Effekt, nämlich er hielt sich und macht natürlich auch vermehrt Schaden, wie in jedem anderen Dokument. Auf Stage 3 und 4 hielt er sich. Aber außerhalb davon an der Stelle tun diese Charaktere hier, das sind quasi die neuesten Charaktere oder die, die im Film gegen ihn gekämpft haben, der neue Piccolo, der neue Vegeta und der alte Goku hier an der Stelle, die tun verhindern, dass er sich stark hielt, also sie tun seinen Heal senken und machen vermehrt Schaden gegen ihn. Auf der anderen Seite haben wir quasi natürlich alle beziehungsweise Details zu den Charakteren, wer ein Awaken bekommen hat. Hier 77 Medaillen braucht ihr, um den Boy Cooler hier zu awaken. Und bei dem Vegeta sind es 35 Medaillen und bei Piccolo ebenso 35 Medaillen, um die beiden Boys zu awaken. Außerhalb davon, was meinte ich mit dem Duo? Wir werden uns heute nämlich das LR-Duo der Pure Saiyans schauen, Freunde, anschauen und Wert auf sie legen im Dokkanet von Cooler. Damit meine ich LR Majin Vegeta und LR Super Saiyan 3 Goku in einer Rotation, Freunde. Die zwei Väter in einer Rotation. Ich kann es kaum erwarten, das zu testen. Das war wirklich ein Dream, diese Rotation mal testen zu können. Gott sei Dank ist das wahr geworden. Und zwar haben diese beiden Charaktere nämlich in einer Rotation teilen sie sich Oven a Flash, Key plus 3, Shattering Limit, Key plus 2, Key plus 5 schon mal vorne weg, bekommt LR Super Saiyan 3 Goku dann in dieser Rotation. Das ist sehr wichtig für ihn, weil man bei ihm auf die Ultra Super Attack kommen will. Und dann hat man noch Super Saiyan 10% und Legendary Power 5000, wenn ein Angriff startet, also eine Ulti startet. Außerhalb davon sieht das Team folgendermaßen aus, Freunde. Deswegen lasst mich kurz die Stage auswählen und dann sehen wir uns gleich im Dokkan Event von Metal Cooler. Alles klar, und da sind wir auch schon im Dokkan Event und im Running. In der Running Pose, ich bin Cooler, so geil. Wir haben bei Cooler noch Summon, Freunde. Die Stones sind aber noch nicht angekommen. Ich warte auf die Stones, dass die Bestellung da vonhanden geht. Aber wir haben hier schon eine sehr schöne Rotation. Nämlich, boom. Wir gehen da ganz links an der Stelle. Er bekommt Over the Flash Shattering Limit von dreifachen Goku. Dreifachen Goku in die Mitte. Danach bekommt er noch zusätzlich Over the Flash von unserem Boy Super Saiyan 3 Goku GT. Und auf den Angriff 33%. Das wollte ich auf jeden Fall erreichen. Heißt, wir kommen, sollten easy auf die Ultra Super Attack kommen. Bei unserem LR Super Saiyan 3 Goku an der Stelle. Und das auf jeden Fall wichtig, haben wir gelernt aus seinem Awakening Showcase, falls ich gesehen habe, Freunde, wirft auf jeden Fall einen Blick drauf. Und Majin Vegeta hier an der Stelle mit 2,2 Millionen auf den Angriff setzt. Majin Vegeta, da reicht die erste Ulti vollkommen. Oh, 3,3, genau das, Freunde. Und ihr dürft nicht vergessen, wir sind in dem Pure Saiyans Team, also bekommen beide nur 130% auf den Angriff. Eigentlich haben sie Kategorie-Teams, wo sie mehr bekommen, aber nur mal so Rande bei Rande. Und die eine Rotation hatten wir folgendermaßen. Und genau, jetzt überlege ich gerade, was ich vorhin erzählt habe, wo ich eigentlich anschließen wollte. Hab's total vergessen. Anyway, Freunde, wir machen einfach mal gekonnt hier weiter. Metal Cooler Event, jetzt kämpfen wir gegen Int Metal Cooler. Das Event an sich ist auf jeden Fall machbar, Freunde. Geht da mit euren Kategorie-Teams rein, mit denen ihr vertraut seid oder die stark sind an der Stelle. Da solltet ihr wenig Probleme haben. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt die zwei Charaktere mitnehmen, die seinen Heal senken oder Damage vermehrt Schaden gegen ihn machen. Das geht auch auf jeden Fall auch so klar mit jedem Team. Also Kategorie-Team, den ihr da habt, sag ich mal, könnt ihr das auf jeden Fall bewerkstelligen. Außerhalb davon habe ich halt legit vergessen, was ich sagen wollte vorhin. Ich wollte an irgendwas anschließen. Bei Goku haben wir angefangen. Ah! Majin Vegeta. Bei Majin Vegeta reicht es vollkommen, wenn wir die erste Ulti haben, bis zu 17 Ki. Denn mit dieser macht der Mega Colossal Damage. Bei ihm ist das umgedreht. Bei Goku natürlich nicht. 6 Passive und Ultra Super Attack. Aber nice wäre es, wenn wir jetzt zum... Guck mal, die Rotation ist jetzt, die ist jetzt schlimm. Was heißt schlimm, aber die ist jetzt... Wir haben den Friend. Wir können niemals vergessen, dass wir den Friend haben. Der ist halt da legit. Aber, was soll ich damit sagen? Damit will ich sagen, dass Goku jetzt quasi eigentlich nicht auf die Ultra Super Attack kommen sollte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ja, das sind 6, einfach einen dazu gezählt. Wir haben 13, 9. Okay, das sollte eigentlich eine Ultra Super Attack sein. Ich überlege gerade, ob ich die aufbewahren will für... Majin Vegeta das Ultra Super Attack, weil sie jeden trifft und ich glaube, ich werde das machen. Deswegen lass uns das Ganze mal folgendermaßen machen. Goku soll einfach den angreifen. Goku habe ich ganz nach links gestellt, weil er tanky ist. Majin trifft jetzt hoffentlich jeden mal. Boy, richtig Ultra Super Attack. Und unser Boy Evo Vegeta kann ja an der Stelle auch drauf. Genau, ab dieser Runde können sie sich auch healen. Aber jeden dann wird jeder geheilt an der Stelle. Aber ich glaube, bis dahin werden wir nicht dazu kommen.
Wir haben Gott sei Dank jetzt zum Beispiel bei Majin Vegeta, ja, die erste und ihm. Merkt ihr den Unterschied, Freunde, von 3,3 Millionen runter, komplett runter. Er hat einen Sand drauf, Gott sei Dank, er ist tanky, Gott sei Dank, aber unser Boy, Goku will die Ultra Super Attack. Majin Vegeta ist jetzt seine Ultra Super Attack, trifft jeden an der Stelle, hat auch eine Rare Chance zu stun, sehr, sehr nice. Cool, ich finde das, also die zwei Jungs funktionieren auf jeden Fall, Freunde. Die zwei Jungs in einer Rotation. Wir haben uns in Teambuild Guide und Showcase von den Pure Saints angesehen, wie ein Pure Saints Team aufgebaut wird. Da haben wir gesehen, brauchen wir auf jeden Fall einen guten Partner für Evolution Vegeta. Der beste ist LA Broly. Also, oh, okay, Great Ape. Wenn man vom Besten ausgeht, quasi, wenn das beste Team der Pure Saints, der haben wir uns angesehen, wäre Vegeta in einer Rotation mit, also Evo Vegeta mit LA Broly, haben Prepared for Battle, Super Saiyan, seht ihr, da hielen die sich jetzt. Super Saiyan Prepared for Battle, 4th Battle, reicht vollkommen aus, Freunde. Zweite ist momentan LR Majin Vegeta mit LR Super Saiyan 3 Goku. Das ist quasi JP-Rotation bei mir. Auf Global habe ich Evo Vegeta und Broly. Und dann hat man Super Saiyan 3 Bardock quasi mit am Start als Rotationscharakter und Thales, der rein und raus rotiert, ein sehr, sehr guter Support ist an der Stelle. Und genau deswegen, die Synergie mit Vegeta, mit Vegeta und Goku, Freunde. LR Majin Vegeta und LR Super Saiyan 3 Goku in einer Rotation, das ist halt echt... The Dream. Das ist The Dream. So lange immer gewartet, bis man Majin einen geilen Rotationscharakter bekommt oder so quasi ein im Stammkader ist und einen guten Rotationspartner hat, wie LR Super Saiyan 3 Goku. Das ist insane. Ah, an der Stelle wurde nur er. Achso, alle können sich healen, aber da es jetzt nur der physische geht. Okay, verstehe. Das seht ihr, by the way, unten am Symbol, wer da dann Heal bekommt oder nicht. Und ey, ich finde das ist überragend. Ich finde es echt überragend. Das ist wirklich. Die zwei Jungs sind echt nice. Sind die zwei Väter, ja, die zwei Väter haben noch Bardock am Start. King Vegeta gibt es leider nicht so eine geile Karte. Aber Bardock ist auch noch im Team. Das Pure Saints Team, Freunde. Das steht und sieht schon richtig nett aus, will ich sagen. Und wir haben hier die Transformation zu Evolution Vegeta, Freunde. Wenn euch das Ganze bisher schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Und falls ihr neu seid, dann lasst doch ein Abo da. Falls ihr in Zukunft nichts verpassen wollt und für jede Unterstützung bin ich auf jeden Fall dankbar. Meine Boys und Girls, die DMZ Fighter. Alright, und diese Rotation halten wir hier an der Stelle Evolution Vegeta mit Ui Goku. Ich stelle mal Evo Vegeta in die Mitte, weil er da noch von Dreifachen Goku Super Saiyan bekommt. Wer hielt sich davon da? An den Symbolen sehen wir das jetzt nämlich. Wenn wir ein bisschen warten, da hat jemanden hier, das sehe ich. Kommt er durch? Ah, der physische ist es, glaube ich, wieder, ne? Ja, weißt du was, wir gehen trotzdem Typenvorteil. Ui Goku auf den Tech natürlich, Evo Vegeta hier. Der soll mal den physischen hier randalieren, let's go. Der ist ein bisschen frech geworden, der physische. Die ganzen Tech-Ops behalten wir natürlich für LR Goku in der anderen Rotation. Und der Dreifach Goku GT, der muss nicht unbedingt ulten, Freunde, dessen Support hier an der Stelle. Das macht er alle Male gut. Und genau. Ultra Instinct Goku, wenn Ultra Instinct Goku seine Transformation auch triggern könnte, wäre es schon nice, würde ich sagen. Wäre es schon nice. Aber ihr merkt schon, Freunde, guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel LR Broly nicht. Ich habe einfach geguckt, Hauptsache ein guter Partner für Evo Vegeta, der mit ihm um die drei Link-Skills teilt. Ja, eigentlich wäre es besser, wenn dieser Partner Prepare for Battle, Fierce Battle, und Super Saiyan hätte. Goku hat leider keinen Super Saiyan, hätte dafür Prepare for Battle, Turn of Power, Key plus 5 und 4 Battle. Aber wie gesagt, wenn ihr jeden anderen Charakter habt, der diese Linkskills teilt mit Evo Vegeta in einer Rotation, Prepare for Battle, Super Saiyan, 4 Battle, dann tut ihn auf jeden Fall rein mit ihm in einer Rotation. Und 1,5 Millionen kommt hier an der Stelle. Das ist geil. Und dieses Massively lowers defense, was sie da rausgefunden haben in seinem Teambuild Guide, das ist quasi, wenn er sich transformiert, die Verteidigung des Gegners sehr stark verringert, Freunde. Das hat mich auch umgehauen, um ehrlich zu sein. Das hat mich auch umgehauen. Und ihr merkt schon, GG! Diese Rotation ist GG. Goku auf die Ultra Super Deck gekommen, Margin auf seine Key. Bardock ist noch am Start, sorry. Liefert 10 Pride to Margin. Das sind 15% Key plus 2 für die beiden Jungs. Ah, genau das, Freunde, genau das. Und jetzt gehen wir mal rüber. Ja, zu Kuda, let's go. Jetzt gehen wir mal rüber. Jetzt haben wir nämlich Typenvorteil mit LR Super Saiyan 3 Goku. Oh! Schaut euch das an, Freunde. Das habe ich gemeint in meinem Video. Wenn einer transformiert ist und der andere nicht, dann teilen die sich alle Linkskills. Evolution Vegeta in der Mitte kommt auf 177.000. So wäre er mit Ui Goku nur auf 140.000. Und so kommt auf 100, verdammt nochmal, 77.000, Freunde. Das ist GG. Wenn es zustande kommt... Ah! Ich hab grad einen schönen Vortrag davon gehalten, wenn es zustande kommt, richtig geil, etc. Gezeigt, okay, der bekommt jeden Linkskill. Einfach aus der Rotation rausgehauen. Ich hätte ihn behalten sollen. Ich hätte ihn Logo behalten sollen. Ui Goku ist ja nicht transformiert. Jetzt ist es schon zu spät. Egal. Also ich hätte Evo Vegeta die beiden einfach in einer Rotation behalten sollen. Das wäre richtig geil auf jeden Fall. Oh, wir bekommen eine Ulti. Das könnte eventuell wehtun.
Die Ulti ist so geil, die S-Animation. 88.000, okay, okay, ja, okay. 1,52 ohne Support, ja, durch die ganzen Links geht's nur hier an der Stelle. Oh mein Gott, runter mit deiner Verteidigung! Crit! Zack, Additional Crit rein, der Evo Vegeta ist krank. Wir sind jetzt bei 1,2, 1,4 hochgerundet vom ganzen Schaden und die eine kam leider nicht durch. Also ihr müsst es natürlich auch, ja, ihr dürft nicht vergessen, diese Additional Attacks, die machen auch Schaden. Sowohl bei Evolution Vegeta als auch bei dem neuen LR Vegeta, da bin ich wirklich Tag und Nacht dran, Freunde, den zu bekommen, den Free-to-Play LR Vegeta. Da machen die Additional Attacks auf jeden Fall was aus, zumal wenn es Crits sind, ja, da könnt ihr das... Also vom Schaden her, wenn ihr das hochrechnet, dann macht ihr in einer Runde, die machen übertrieben viel Schaden auf jeden Fall. Anyway, ganz links sehen wir, der hielt sich an der Stelle, aber wir setzen wieder Logo, unserem Boy, LR Super Saiyan 3 Goku in die Mitte. Majin Vegeta reicht seine erste Ulti, LR Super Saiyan 3 soll auf die Seite kommen auf jeden Fall. Und dann, oh, wisst ihr was, ich mach mal das King Yama. Ich mach mal King Yama an der Stelle, ich heal mich nicht. Könnt ihr nämlich wehtun, wenn Super Saiyan 3 Goku GT eine Ulti bekommt. Ja, der hält sich auch noch, aber mit King Yama sind wir da auf jeden Fall gut gedeckt. Majin 2,3. Majin Vegeta keine Dupes hier an der Stelle, LR Super Saiyan 3 Goku auch nicht. Jetzt bin ich gespannt auf Super Saiyan 3 Goku. Ah, ein Ki hätte gefehlt. Die Drachenfaust! Drachenfaust auf Victory, Freunde. Genau so hat das auszusehen. So hat das auszusehen. Freunde, so viel zum Dokument vom neuen AGL mit dem Cooler. Ihr seht, es ist auf jeden Fall machbar. Er hielt sich zwar mal ab und an hier und dort. Es kann ein bisschen nervig sein, aber das kann man auf jeden Fall trotzdem noch annehmen. Sein Heal ist jetzt nicht so stark wie zum Beispiel bei Thales. Thales hielt sich übertrieben hoch. Bei ihm ging es noch an der Stelle. Lange Rede, kurz Sinn, Freunde. So viel zum neuesten AGL Metal Cooler Dokument, aber auch zu den beiden Filtern zum Duo zum LR-Duo der Pure Saints. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.